Oh my God, how juicy Lucy. So oder so ähnlich könnte der Ursprung dieses Burgers werden, denn wir machen heute den Juicy Lucy Burger. Und damit willkommen in einem freundlichen Moingiorno zu einer neuen leckeren Folge von Grillcoach Gerrit. Der Juicy Lucy Burger, der ist entstanden in den 50er Jahren in den USA. Das Besondere an dem Juicy Lucy Burger, der ihn so juicy, so saftig macht, ist, dass der Käse diesmal nicht oben drauf glaziert wird, sondern rein. Für meinen Juicy Lucy Burger brauche ich natürlich erstmal Rinderhack. Ich habe hier gewolftes Rinderhack. Die Mengenangaben, die schreibe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr das genau hochrechnen. Nehmt am besten ruhig ein bisschen grob gewolftes, ruhig mit ein bisschen höherem Fettanteil. Dann brauchen wir Käse, Cheddar habe ich hier, da könnt ihr, wenn ihr wollt, auch eine andere Sorte nehmen. Dann habe ich hier Bacon, dann habe ich noch Butter zum Anbraten, Zwiebeln, so in Halbringe aufgeschnitten, Gewürzgurke, da könnt ihr auch frische Gurke nehmen, ich mag lieber die Gewürzgurke. Dann nehme ich Rucola, da könnt ihr natürlich auch anderen Salat oder sowas nehmen, Tomate aufgeschnitten. Zum Würzen nehme ich heute eine Chili-Mayonnaise, eine leckere Steakhouse-Soße, also die mache ich ganz gerne. Das Fleisch, das werden wir gleich mit Salz und Pfeffer würzen. Und als Burger-Bun, da probiere ich heute mal die Brioche-Buns von Blockhaus aus. Die habe ich bisher noch nie benutzt. Bin mal gespannt, bisher habe ich die Brioche-Buns immer von Edeka. Ich starte jetzt damit, dass ich mir jetzt erstmal den Grill zünde und in der Zwischenzeit schon mal mit euch zusammen das Fleisch würze. Mein Rinderhack, das würzt sich tatsächlich heute relativ puristisch. Dann nehmen wir uns einmal was von dem Salz, geben da ein paar Flocken rüber. Genauso auch wie von meinem Pfeffer. Und das soll mir heute reichen. Es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten, euer Fleisch zu würzen. Ich mag das auch gerne mit Wustersoße oder mit ein bisschen Ketchup rein. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Und jetzt muss ich das Ganze mal ein bisschen verteilen und kneten, sodass wir ordentlich eine Bindung kriegen, denn das ist wichtig, weil unser Burger Patty, den müssen wir ja nachher formen. Wenn ich soweit bin, Freunde, dann hole ich euch wieder zurück. 4-5 Minuten später, ich habe jetzt reichlich das Hack durchgeknetet. Wir haben es auch noch mal ein bisschen mehr gewürzt. Nehme ich mir das mal raus und dann mache ich mir aus dieser Portion 2 gleich große Hälften. Und dann habe ich hier jetzt die Menge für ein Patty. Von diesem Patty, da wir das erfüllen, nehme ich jetzt ungefähr 2 Drittel weg. Und hieraus forme ich mir jetzt ein Patty, was ein bisschen größer ist. Und aus dem kleinen machen wir auch ein Patty. Nochmal ganz wichtig ist, dass ihr das wirklich gut knetet, weil die beiden Hälften, die werden wir nämlich nachher übereinander setzen, dass die auch sich nicht lösen. Ne? Also deswegen lieber ein bisschen mehr Zeit beim Kneten verwenden. Das ist dann der Deckel. Dann mache ich mir jetzt hier das ein bisschen hoch. Und dann nehme ich mir was von meinem Käse. Könnt natürlich auch Würfel nehmen. Ich habe jetzt Scheiben. So, und die presse ich mir jetzt hier mal rein. Ich denke mal mit 3 Scheiben. Da sind wir schon ganz gut aufgehoben. Und dann klappe ich mir das hier ein bisschen hoch. Ich glaube, da kriege ich noch ein bisschen mehr rein. So, schauen wir mal. Habe hier noch ein bisschen Platz. Das muss gar nicht schön aussehen, denn der Käse soll ja nachher schön zerlaufen. So, dann nehme ich meinen Deckel. Und jetzt ist wichtig, dass ihr den Rand gut abschließt, weil wir wollen ja, dass der ganze Käse drin bleibt. Wenn ihr so eine Presse habt für Stuffed Burger, könnt ihr natürlich auch die nutzen. So oft mache ich das nicht, für mich lohnt sich das nicht. Auch wenn ich häufig Burger mache, aber ihr seht, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, ne? So sieht er aus. Ein schönes, ordentliches Patty. Das mache ich jetzt mit dem zweiten. Und wenn ich soweit bin,
Dann seid ihr wieder mit dabei. So, auch mein zweiter ist fertig. Tatsächlich muss ich sagen, finde ich den noch viel besser als die erste Version. Ja, Übung macht den Meister, ne? Hier habe ich mir den Käse immer so auf Viertelstücke gefaltet und dann quasi so immer versetzt, ein bisschen abgelegt, so damit es richtig schön rund ist. Und dann habe ich es einfach nur reingepackt. Jetzt geht es rüber an den Grill, den habe ich ja eben schon gezündet und dann werden wir auflegen. Ich nutze heute wieder meinen Dutch Master von der Grillshow, genauso wie den Klappo. Liebe Grüße gehen raus an die Grillshow und den Johnny. Hier habe ich schon mal ein paar Briketts gezündet und die gebe ich jetzt hier rein. Und dann nutzen wir heute die Plancher. Und die lassen wir erstmal ein bisschen auf Hitze kommen. Als erstes gebe ich mir jetzt hier so ein bisschen Butter raus. Denn wir fangen jetzt mal an mit den Zwiebeln. Mit den Zwiebeln, da passiert jetzt gar nichts Spektakuläres. Die mache ich nur einfach ein bisschen glasig. Am liebsten nehme ich auch rote Zwiebeln. Rote hatte ich heute nicht. Nehmen wir jetzt die weißen, macht nichts. Und richtig cool kommt das, wenn ihr noch ein bisschen mehr Geschmack ranbringen wollt. Macht dann vielleicht noch ein bisschen Balsamico-Essig mit rein oder ein Rotweinessig oder vielleicht auch nur noch eine Spur Zucker zum Karamellisieren. Ich lasse sie heute Natur. Die Zwiebeln brauchen jetzt nicht den ganzen Platz. Dann legen wir uns schon mal den Bacon mit drauf. Bacon ist tatsächlich nochmal so ein Add-on für den Juicy Lucy Burger. Im Standard gehört er gar nicht dazu, da ist er relativ puristisch. Aber die Svenja, die liebt Bacon, ne? Gott sei Dank, ne? Ein paar Minuten später, wie ihr seht, die Zwiebeln sind soweit und auch der Bacon. Dann nehme ich das Ganze jetzt hier mal runter. Zwiebeln und Bacon sind vorbereitet. Jetzt kümmere ich mich erstmal ganz schnell um die Buns. Ja, die sind nur vorgeschnitten. Die müssen wir nochmal aufschneiden. Und dann saugen wir uns jetzt hier noch schön das Baconfett leicht auf. Ich habe die übrigens genommen, weil die einen Tick schwerer sind als die von Edeka. In der Hoffnung, dass die ein bisschen größer sind. Gib nochmal ein bisschen Butter mit hinzu. Die können sich so sehen lassen, oder? Ich mag die so. Ich gebe hier noch ein bisschen Öl, das habe ich euch eben noch bei den Zutaten verschwiegen. Und dann setze ich mir meine Patties auf. Die Patties, die müssen ein bisschen mehr durchgaren. Also so 70 Grad sollten die haben, damit auch der Käse ordentlich flüssig wird. Damit die gleich ein bisschen Oberhitze kriegen, lege ich mir jetzt noch eine Conscious drauf. So mache ich mich aus dem Klappo jetzt auch noch einen Grill mit Deckel. Zeit zum Wenden. Dann den Deckel wieder drauf. Wir gucken nochmal nach, aber ich glaube, sie sind jetzt fertig. Die nehme ich jetzt runter auf meinen Teller. Ein bisschen ist der Käse rausgekommen. Lässt sich nicht vermeiden. Und jetzt sehen wir uns am Tisch zum Bauen von dem Burger und zum Verkosten. Jetzt muss ich tatsächlich sagen, die duften fantastisch. Nehme ich mir jetzt die Brötchen und dann mache ich unten eine Spur von der Steaksoße. Dann ein bisschen was fürs Gewissen mit dem Rucola. Macht natürlich auch immer optisch ein bisschen was her. Dann zum Wichtigsten, zum Burger Patty. Dann noch ein bisschen Tomate. Die sind so groß, da reicht eine. Ein bisschen Gürkchen. Meine Zwiebelchen. Und natürlich noch der Bacon. Mayo. Mit Chili. Die habe ich mir tatsächlich mal aus Dänemark mitgebracht. Die finde ich recht lecker, kann man aber auch ganz einfach selber machen. Und dann kommt die Decke drauf. Und jetzt wird angeschnitten und verkostet. Schau mal rein hier. Boah. Oh. So, einer geht gleich an Svenja. Und den anderen, den probiere ich jetzt. Boah. Oh, Juicy Lucy. Der Käse ist jetzt natürlich schon ein bisschen fester geworden. Ich muss ein bisschen Foto machen und so, aber saftig wie Sau. Echt
Selbst Milo-giert. Ist lecker, mein Freund. Der Burger, saftig von innen. Käsig, schmelzig. Dann diese bisschen Süße und Schärfe von den Zwiebeln und der Mayonnaise mit dem Chili. Und auch die andere Soße bringt nochmal ein bisschen was dazu. Der Bacon, ein bisschen Crunch nochmal extra. Auch die Burger Buns sind okay, aber tatsächlich nehme ich lieber wieder die von Edeka. Die sind jetzt nicht unbedingt besser. Sind auch teurer, also muss ich sagen, finde ich die von Edeka sogar besser. Wenn ihr diesen Burger noch nicht gegessen habt und nicht kennt, probiert es unbedingt mal. Der Burger ist probiert und wenn euch das Video gefallen hat, genauso wie mir der Burger geschmeckt hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier vorne könnt ihr gerne noch ein Abo vom Kanal geben, falls ihr das nicht seid, da ploppt gleich mein Logo hoch. Und auf der anderen Seite, da blende ich euch zwei weitere Videos zum Weitergucken ein. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach Gerrit Zeit. Ciao. Oh, yummy, yummy, yummy.